Eines Tages bin ich ganz entspannt aufgewacht und habe eine Nachricht bekommen. Es hat alles so angefangen. Meine freundschaftliche Freundin, nennen wir sie Vivi. Also, Vivi sagte mir, ihr BFF sei neidisch. Wegen mir. Wegen mir. Dann habe ich Vivi nach einem Bild von ihm gefragt und Leute, liebe Leute, er sieht 1:1 wie eine Schaufensterpuppe aus, aber so eine, die man gerne treten möchte, weil sie verdammt nochmal mehr Sixpack hat als man selber. Aber alles nur Spaß, Leute, er hatte kein Sixpack. Ich würde tatsächlich auch gerne was über sein Gesicht sagen, aber leider erkenne ich nichts, weil er sich entweder nie duscht oder nur einmal pro Jahr. Außerdem ist sein Lächeln gefälschter als mein Gucci-T-Shirt und seine Nase breiter als mein Oberarm. Also echt, Leute, so wie der aussieht, hat es seinen Eltern wohl so gar nicht Spaß gemacht. Und ihr wisst, bei was ich meine. Aber hey, wenn er schon unerkennbar dank Dreck ist, muss er doch wenigstens einen guten Charakter haben. Ich bin mir ganz sicher, was in seinem Kopf vorgeht. Ganz genau. Ganz genau. Nämlich ein Affe, der alle 2 Sekunden in die Hände klatscht und immer wenn er in die Hände klatscht, kommt ein Wort aus seinem Mund, welches gar nichts damit zu tun hat, was er gerade macht. Darum hat er mich mit Weisheit überschüttet, genauso wie Katja mit Weisheit überschüttet wird, wenn sie unter Jungs ist. Ich meinte so zu Vivi, schick ihm doch meine Nummer und ich zeige ihm, wie man Vertrauen aufbaut. Ja, sie hat ihm meine Nummer geschickt und er meinte so, den werde ich jetzt ficken. Mit fucking 11 Jahren. Ja, du kleiner Go-Mann. Es kam nichts. Und dann nach 3 Minuten hat er geschrieben. Also Kleine, du magst denken, es sei witzig, aber nicht für mich. Ich versuche die Dinge ja schon aus deiner Position zu sehen, aber ich kann mir den fucking Kopf nicht so weit in den Arsch stecken. Oh mein Gott. Was zum Teufel. Falls ihr ihn jetzt beschützt, stellt euch vor, ihr sitzt in diesem Auto. Geil. Okay, wisst ihr, was wir zum Abschluss machen? Wir schütten ihn einfach Maggi in die Nasenlöcher, Pfeffer über seine Augen, dann rühren wir das Ganze um und haben eine Lauchsuppe. Oh Mann. Leute, was hab ich mir da wieder ausgedacht? Ich würde einfach sagen, lasst doch vielleicht mal ein Like da. Und wenn es euch nicht schadet, vielleicht auch ein Abo, kostet ja nicht. Und damit würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Euer Shorty. Tschüss.